Was hat sie in die Schwimmhalle geführt? Will sagte, in seiner Tasche wäre etwas Wichtiges. Ich fand nur einen Schlüssel mit dem Anhänger Bradbury Swimmingpool. Die einzige Spur. Das muss es sein. Das scheint schon seit Jahren geschlossen zu sein. Das perfekte Versteck für etwas, das nicht gefunden werden soll. Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst. Will hat das einzige Gerät gebaut, das den Riss aufhalten kann. Ich weiß, dass wir es finden sollen. Und dass Monarch das verhindern will. Und doch trägst du ihre Uniform. Ich mag, wie ihre Hosen sitzen. Ja, ich wette, der Scheck kam auch nicht ungelegen. Ich brauchte eine Tarnung, um Informationen zu sammeln. Ihr wisst erst ein paar Stunden davon. Ich bereite mich schon mein ganzes Leben darauf vor. Sie wussten nicht, dass sie William gehörte? Über Will habe ich vieles nicht gewusst. Wir müssen die Gegenmaßnahme finden, die dein Bruder gebaut hat. Und zwar schnell. Je größer der Riss wird, desto schlimmer wird alles. Und Monarch wird auf der Suche nach dir jeden Stein in Riverport umdrehen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Quantum Break. Dann folgen wir ihr mal. Abgeschlossen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Jack, dieser Schlüssel, den du aus Wills Aktentasche hast. Ja. Der Schlüssel passt nicht. Was jetzt? Na gut, ich finde einen anderen Weg rein. Mach schnell. Ich halte nach unerwünschtem Besuch Ausschau. Kannst du einen Weg reinfinden, Jack? Wir sollten nicht hier draußen bleiben. Hier geht's nicht rein. Okay. Da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Hier geht's doch hoch. Das ist seltsam. Ich könnte schwören, es war dasselbe Taxi, das ich zur Uni genommen habe. Es ist ein Taxi, die sehen doch alle gleich aus. Ich überprüfe das Nummernschild mit meinem Telefon, vielleicht kann ich was herausfinden. Ein Versuch ist es wert. Ist das jetzt so, oder was? Ne, okay. Habe ich es ja doch richtig gemacht. Wow. Hey, ich habe gerade das Nummernschild des Taxis, das da drüben parkt, überprüft. Es gehört einem Nick Masters. Nick Masters? Das ist der Name eines Zeugen, den wir bei der Uni ausgegeben haben. Ja, ich erkenne sein Foto wieder. Ich habe ihn hab dort... Habe ich irgendwas? Wie viele Punkte? 4 Punkte. Motiv verbessert Bedrohungsbekämpfung, Erkennung. So. Sehen. Aber wie ist dein Taxi hierher gekommen? Glaubst du, das war Monarch? Unmöglich. Ich habe Monarchs Aktivitäten die ganze Zeit überwacht. Hey, ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. So. Ja, Amy? Bist du den Eingang für Beth auf? Okay. Verdammt! Diese Anomalien verschwinden nicht. Was ist mit denen passiert? Die sollten jetzt wieder frei sein. Monarch hat sie, genau wie alle anderen, davon überzeugt, dass alles, was Monarch in der Universität. Okay. Will hat in diesem Gebäude seine persönlichen Sachen versteckt. Was zum Teufel hast du hier gemacht, Bruder? Zeitreise-Experimente mit Ratten? Entschuldige, das erste Chrononaut, alles klar. Okay, 17. Mai 1998, mein Name ist William Joyce und ich führe gleich den ersten Tierversuch mit dem Prototypen an meiner treuen Hausmaus, Schrödinger, durch, um... Sie ist weg. Wohin? Scheiße. Okay. Komm schon, Schrödinger, komm zu Willy.
Na komm, na komm, na komm. Alles okay, alles ist gut. Okay, los geht's. Wir schicken Schrödinger jetzt in die Maschine. Eine Rechnung über $12,000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als nur alte Kisten hierher schleppen lassen. Du besitzt diesen Ort seit 1999? Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Es sind jetzt 3 Minuten vergangen und es gibt... Kein Wunder, dass du immer so verrückte Einfälle hattest. Noch 2 Minuten. Und das auch noch was? Andi, da waren wir gerade. Okay, also ja. Wie sich herausgestellt hat, saß er die ganze Zeit im Korridor für 5 Minuten. Und hat dabei auf die Röhren geschissen. Das zeigt... Wir müssen unseren Kontakt ab jetzt einschalten. Ich melde mich bei dir, wenn die Gegenmaßnahme fertig ist. Okay, die Maschine läuft sich gerade wieder warm. Test Nummer 2 wird eingeleitet in etwa 5 Minuten und 15 Sekunden. Es ist nun klar, dass der einzige quantifizierbare Test eine Reise in die Vergangenheit ist. Wir müssen unseren Kontakt ab jetzt einschalten. 5 Minuten in die Vergangenheit zu schicken, also wird er sich jetzt dem Uhrzeigersinn entgegen durch den Korridor begeben. Und wenn er auf der anderen Seite... Wollen wir nicht rüber? Nee. Scheiße, es hat geklappt. Das ist der eindeutige Beweis, dass... Was ich hier vor mir habe, ist die Zukunft. So, was ist... Hallo Riverport, hier spricht Theresa Sedmack. Ich vertrete Bobby Redford. Und werde Ihnen Ihren Tag mit einigen guten Neuigkeiten versüßen. Die Personen, die während des Terrorangriffs auf die Riverport-Universität verwundet wurden, werden im Monat zum Schutz. So, warte mal. Was war denn oben auf der Tür? Ja, entspannt euch. Ich komme ja schon. So, erstmal reinlassen. Tut sich da was? Ich bin dran. Okay, schauen wir uns um. Hier unten. Oh, sehr gut. Fernseher. Die Tür. Diese Nachricht, sie ist für... Dich. Ja, richtig. Für mich. 4. Juli 2010. Ja. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Was zum... Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft. Unser aller Leben hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. 2010. Verdammte Scheiße. Was war das? Er hat das 2010 für mich aufgenommen? Was zum Teufel? Und er hat gesagt, dass die Gegenmaßnahme weg ist? Nicht gut. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Suchen wir weiter. Hilf mir, das aus dem Weg zu räumen. Bevor wir die Tür öffnen, öffnen wir kurz die andere Tür. Ja, ich brauche Hilfe, um das wegzuräumen. Funktioniert nicht. Okay. Jack, dein Bruder hat das Video an mich gerichtet, aber ich habe ihn noch nie im Leben getroffen. Nun, es klang so, als dachte er, du hättest seine Gegenmaßnahme. Wenn es doch so wäre. Aber er meinte, dass ihm die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 gestohlen wurde. Ah.
mir leid. Ich hoffe, wir finden hier heraus, wer es war. Ich überlasse dir die Ehre, den Knopf zu drücken. Was? Diese Steuerung, ne? Tut mir leid, Leute. Ich habe leider keinen Knopf, wo ich mein Mikrofon direkt muten kann. Glaub's nicht. Ist das? Ja, ich denk's schon. Eine zweite Zeitmaschine. Das ändert alles. Wenn wir dieses Ding zum Laufen bringen, brauchen wir keine Gegenmaßnahme. Wir können alles ändern. Was, wenn wir verhindern, dass der Riss überhaupt erst entsteht? Wir können in die Vergangenheit reisen und dort alles ändern, bevor es überhaupt passiert. Niemand stirbt. Paul geht nicht durch die Maschine. Monarch hat nie existiert und der Riss hat nie stattgefunden. Jack, warte! Denken wir das zu Ende? Das ist nicht... Ich kann in die Maschine, so wie Paul in der Uni. Ich habe ihm geholfen, sie einzurichten. Dann können wir den Kern aktivieren, den Korridor in Position bringen, das Datum einstellen. Ich schaff das, Beth. Ich bin nicht so sicher, ob wir das ohne die Gegenmaßnahme machen können. Aber du hast recht. Wir brauchen die Maschine. Genau. Fangen wir mit dem Kern an. Okay. Erklärung? Irgendjemand? Ich habe Visionen von dieser Maschine in diesem Labor gesehen. Er muss sie hier versteckt haben. Ihr könnt mich jetzt aufklären. Jederzeit. Okay, Kernsteuerung. Wo ist sie? Das ist der Schlüssel wahrscheinlich. Der Korridor. Er wird mit einem Schlüssel aktiviert. Wills Schlüssel. Da steht, dass der Kern zurückgesetzt werden muss. Toll. Und wie zum Henker sieht der aus? Ein rundes Teil in der Mitte, denke ich. So schlau, da jetzt hinzugehen? Hey, sieht aus, als könnte ich den Kern von hier aus zurücksetzen. Weißt du wirklich, was du da drin tust? Keine Ahnung. Aber ich habe Paul geholfen, die Zeitmaschine in der Uni einzurichten. Die dann den Riss verursacht hat. Will wusste, dass die Berechnungen falsch waren. Ich hoffe, das bedeutet, dass er hier wusste, was er tat. Will wollte uns hierher bringen. Wir müssen sie ausprobieren. Zuerst müssen wir den Kern einrichten. Ja. Das könnte die Lösung sein, um die Gegenmaßnahme zu finden. Wir werden sehen. Reset läuft noch. Hier war ja auch irgendwas, irgendwo. Hinten irgendwo. Der Kern ist zurückgesetzt. Wir müssen ihn über den Kontrollraum aktivieren. Laut Monitor befindet sich die Steuerung hier oben. Hast du da hinten was? Ich guck gerade. Nein. Nein, noch nicht. Nichts Sinnvolles. Ist hier hinten noch irgendwas? Nee, okay. Dann setzen wir jetzt mal den Kern zurück. Aktiviere den Kern, sag ich mal so. Und da hinten, aber was war das andere? Hier vorne. Ich kann das Datum noch nicht eingeben. Okay. Das wird funktionieren. Es muss. Ihr wollt diese Maschine doch nicht etwa benutzen? Na doch. Oder? Es wird schon schief gehen. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Es hat funktioniert.
Es hat wirklich funktioniert. Okay, als nächstes aktivieren wir den Korridor. Das war der letzte Schritt. Okay. Ich muss zuerst die Maschine Dieses vorbereiten. Dieses Teil sollte auf keinen Fall so frei liegen. Okay. Muss ich hin? Da drüben. Aktivieren wir mal den Korridor. Gott sei Dank. Soll das so sein? Das war Wills Schlüssel? Ja. Ein Schlüssel zu einer Zeitmaschine und er hat ihn im Kofferraum seines verdammten Autos vergessen? So kenne ich meinen Bruder. Das hat sich nicht gut angehört. Fuck. Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. Okay. Nein. Was? Gott verdammt! Keine Ahnung. Keine Ahnung ist immer schlecht. So nah dran. Ich versuch's nochmal. Nein, auf keinen Fall! Du weißt, was passiert ist. Irgendwas ist mit der Maschine. Das wissen wir nicht. Du bist dafür nicht ausgebildet. Alles, was du tust, macht es nur schlimmer. Wir du können weißt, ich hab recht. Nicht aufgeben. Du hast Menschen verloren. Du bist wütend. Versteh ich. Aber das ist eine Nummer zu groß. Wir können sie nicht reparieren. Aber ich kenne vielleicht jemanden, der es kann. Sophia Amaral. Die Monarch-Forscherin. Ich sah ihr Ground Zero-Video. Serenes Leiterin der Kronenforschung. Sie ist heute Abend auf der Monarch-Gala, aber die ist abgeriegelt. Es wird unmöglich sein, an sie ranzukommen. Außer ich habe eine Einladung. Paul sagte, ich soll zu seiner Party kommen. Irgendwas sagt mir, dass das keine freundschaftliche Einladung war. Jack, nein. Und da ist die Party. Und da sind wir. Alles klar, Leute. Das war das Ende von Akt 2. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.